Baby, baby, stay here. I need some time to clear my mind. We both know it's a problem when you call me. Hey Kali Crew, heute habe ich meine Abendroutine im Herbst für euch. Aber vorher wollte ich euch noch was ganz Besonderes zeigen. Und zwar hatte ich euch ja in meinem Morgenroutine für den Herbst Video nach Hundenamen gefragt. Und ihr habt mich zugespammt mit richtig tollen Vorschlägen. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr seid echt die beste Community, die ich mir vorstellen könnte. Und ja, in 2 bis 3 Wochen ist es dann soweit. Wir bekommen unseren ersten eigenen Hund. Ich bin mega aufgeregt und ich dachte mir, ich zeige euch hier schon mal ein erstes Foto von ihr. Ja, es wird ein Weibchen und so sieht sie aus. Ich finde sie mega süß. Ich hoffe natürlich, ihr auch. Aber ihr werdet mehr Videos und Bilder dann von ihr sehen, sobald sie da ist. Da kommt ein extra Video dazu. Und bis dahin könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr selber auch Haustiere habt und was für welche. Ich bin super gespannt und freue mich, dass ihr so mit mir mitfiebert. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit meiner Abendroutine und los geht's! So sieht circa jeder Nachmittag bei mir aus. Ich bin jeden Tag am Videos filmen für euch und wenn ich damit fertig bin, dann schaue ich mir die ganzen Aufnahmen an, die ich über den Tag gefilmt habe und fange an, das Video zu bearbeiten. Und ehrlicherweise macht mir das sogar manchmal ein bisschen mehr Spaß als das eigentliche Filmen. Aber trotzdem ist YouTube für mich der absolute Traumberuf. Das einzig Blöde daran ist, dass ich wirklich nie aus dem Haus komme, weil ich alles zu Hause von meinem Zimmer aus mache. Und darum ist so das Erste, was ich in meiner Abendroutine immer mache, nach draußen gehen an die frische Luft. Und das mache ich nicht alleine, sondern gemeinsam mit Raffi, wenn er von seiner Arbeit nach Hause kommt. Bei uns in der Nähe gibt es zum Glück richtig viele schöne Wege und auch Seen, an denen wir dann abends einfach noch ein bisschen spazieren gehen und das tolle Herbstwetter genießen. Der Sommer war ja schon der Hammer, aber der Herbst ist genauso schön. Und ja, da verbringen wir einfach ein bisschen Zeit und reden darüber, was jeder so den Tag über gemacht hat. Verbringen einfach ein bisschen Quality Time zusammen. Und manchmal bekomme ich Raffi dazu überredet, mit mir zu einem Kürbisstand zu fahren. Ich glaube, ihr wisst mittlerweile ganz gut, wie sehr ich Kürbisse liebe. Aber ich finde es einfach so cool, dass es so viele verschiedene Formen gibt. Und ich finde, es gibt auch nichts Herbstlicheres, als damit zum Beispiel die Wohnung zu dekorieren. Deshalb benutze ich die auch super oft in meinen Videos. Das war heute unsere Ausbeute. Aber natürlich benutze ich Kürbisse nicht nur, um zu dekorieren, sondern ganz klar auch, um sie zu essen. Und das am allerliebsten einfach aus dem Backofen. Dazu schneidet ihr den Kürbis einfach in kleine Stücke, füllt das Ganze in Auflaufform und dazu kommen dann andere Sachen, die wir zu Hause hatten, zum Beispiel Tomaten oder Kichererbsen. Ich liebe Kichererbsen, egal mit was. Darüber kommt noch ein bisschen Sahne, Öl, Gewürze und dann das Ganze gut umrühren, ab in den Ofen damit und circa 30 bis 40 Minuten später ist das Essen dann fertig. Es ist natürlich nicht das schönste Essen, aber es schmeckt dafür umso besser und darum esse ich das gerade gefühlt jeden zweiten Tag, vor allem weil es auch so einfach ist. Und ihr seht, an unseren Essgewohnheiten hat sich nichts geändert. Wir essen abends immer noch im Bett und schauen nebenher einfach ein bisschen Fernsehen. Nachdem wir dann ein bisschen im Foodkoma gechillt haben, geht es für mich ins Bad, um mich zu duschen. Aber vorher wollte ich euch noch eine Frage beantworten, die ich unter meiner Morgenroutine sehr oft gestellt bekommen habe. Und zwar, warum ich denn mit so viel Schmuck ins Bett gehe. Und das kann ich euch einfach damit beantworten, dass ich den Schmuck immer anlasse. Ich habe 2 Ketten an und mehrere Ringe, genauso wie 2 Armkettchen, die ich halt von Menschen habe, die mir wichtig sind. Und deshalb habe ich die einfach immer an, weil es auch echtes Silber ist. Und deswegen kann ich damit zum Beispiel auch duschen gehen. Also nicht, dass ihr euch hier auch wundert, aber diesen Schmuck ziehe ich einfach nie aus. So sehr ich den Herbst auch liebe, fängt damit leider auch wieder die Zeit an, in der ich sehr trockene Haut bekomme. Und darum habe ich so eine gewisse Eincreme-Routine nach dem Duschen. Aber bevor ich damit starte, gehe ich erst nochmal hin und schminke mein Gesicht fertig ab. Denn unter dem Wasser in der Dusche geht natürlich das meiste runter, aber nicht alles. Und darum nehme ich mir immer ein bisschen Micellenwasser und gehe damit einfach über mein Gesicht drüber und entferne damit eben noch das restliche Make-up. Dann ist meine Haut ready für die eigentliche Pflege. Und da benutze ich zuerst eine ganz normale Gesichtscreme. Und da ich mittlerweile auch schon 25 bin, dazu noch eine Augencreme. Und dann kommt der wichtigste Part für mich, und zwar die Bodylotion. Denn die trockenste Haut, die ich immer bekomme, habe ich an den Beinen und an den Armen. Also creme ich mich da immer morgens und abends richtig gut ein. Bevor ich meine Haare föhne, lasse ich die immer erstmal noch so ein bisschen antrocknen. Ich finde, dadurch werden sie viel weicher und ich erspare ihnen einfach noch so ein bisschen Hitze. Und währenddessen chille ich mich auf mein Sofa und stalke euch im YouTube und im Instagram vor allem. Ich lese mir alle eure Kommentare durch und versuche auch so viele wie möglich zu beantworten.
Und was ihr vielleicht gar nicht immer merkt, ich stalke auch wirklich eure Profile und schaue, ob sie öffentlich sind. Und wenn ja, dann like ich auch immer Bilder zurück von euch, wenn ihr fleißig bei mir seid. Und schaut euch mal an, was für hübsche Follower ich habe. Wow, was für Haare! Was haltet ihr eigentlich davon, wenn ich am Ende von jedem Video ein Foto von euch aus Instagram zeige, wenn ihr den Hashtag KalliCassie benutzt habt? Ich finde es eigentlich ganz cool, damit ihr auch die anderen kennenlernt, die in der Kalli-Crew sind. Und ja, können wir gerne mal euer Feedback in die Kommentare schreiben. Und dann geht es bei mir auf jeden Fall weiter, nachdem ich meine Haare geföhnt habe, mit Vorbereitungen für das nächste Video. Denn ihr wisst, ich habe immer sehr aufwendige Videos und vor allem manche DIYs können richtig lange dauern. Also versuche ich am Abend immer schon einige Sachen vorzubereiten, wie zum Beispiel für dieses Video, das war das letzte, einfach schon mal diese Fäden zurechtzuschneiden, damit es am nächsten Tag beim Drehen dann schneller geht. Außerdem schreibe ich mir abends immer eine To-Do-Liste für den nächsten Tag, denn ich nehme mir immer so viele Sachen vor, die ich erledigt haben möchte, und wenn ich mir die nicht aufschreibe, dann vergesse ich auch sehr schnell das eine oder andere davon. So, und dann wird es aber wirklich mal Zeit, die Arbeitssachen beiseite zu legen bis zum nächsten Morgen und den Abend einfach weiter zu genießen. Und das mache ich meistens einfach mit YouTube. Genau, wenn ich nicht an meinen eigenen Videos arbeite, dann schaue ich natürlich ganz viele andere richtig coole YouTuber an und suchte deren Videos durch. Das ist einfach so der perfekte, entspannte Abend für mich, denn ich schaue zum Beispiel nie Netflix oder irgendwelche Serien, manchmal Fernsehen, aber eigentlich immer YouTube. Und dann kommt mein letztes Abendritual nach dem Zähneputzen, und zwar meine Haare. Ihr kennt schon aus meinen anderen Morgenroutinen, ich mache mir immer die Palme, indem ich zuerst meine Haare durchkämme und dann mit einem Haargummi einfach die Haare über Kopf ganz locker zusammenbinde. Einfach mit einer Schlaufe weniger, als ich einen normalen Pferdeschwanz machen würde. Und dann hat man eben so dieses lustige Ding auf dem Kopf, das nenne ich eben die Palme, keine Ahnung warum. Aber das hilft mir einfach, dass meine Haare am nächsten Morgen noch genauso schön glatt aussehen wie am Abend und dadurch erspare ich mir dann immer das Glätteisen. Damit ich am nächsten Morgen keine kalten Füße habe, wenn ich aufstehe, lege ich mir meine Kuschelsocken immer schon parat auf meinen Nachttisch, griffbereit für den nächsten Morgen. Und dazu kommt dann natürlich noch mein Handy mit meinen tausenden Weckern, damit ich am nächsten Tag auch nicht verschlafe. Und dann heißt es, gute Nacht, ich hoffe, euch hat meine Abendroutine gefallen. Schreibt mir unbedingt noch in die Kommentare, ob ihr Haustiere habt und wenn ja, was für welche. Ich bin super gespannt, alle eure Antworten zu lesen und hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben dafür da. Das hilft mir immer sehr viel weiter. Und ansonsten sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, Leute.